Die UN-Generalversammlung hat im Jahr 2015 die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Diese Agenda enthält 17 Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten Sustainable Development Goals. Damit will die Staatengemeinschaft die Lebensverhältnisse aller Menschen, heute und in künftigen Generationen, umfassend verbessern. Und zwar so, dass unser Planet Erde und seine Ressourcen vom Klima bis zu den Weltmeeren bewahrt bleiben. Echte Fortschritte werden nur dann möglich sein, wenn alle Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, weltweit eine hochwertige Bildung erhalten. Deshalb lautet das Nachhaltigkeitsziel Nummer 4: Für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherstellen. Wie dieses Ziel in die Praxis umgesetzt werden kann, zeigen die UNESCO-Projektschulen. Von ihnen gibt es weltweit über 12.000 in über 180 Ländern. Auf den ersten Blick sind es ganz normale Schulen. Aber UNESCO-Projektschulen füllen im Schulalltag die Ziele der Agenda 2030 mit Leben. Durch Arbeit für internationale Verständigung, Frieden, Menschenrechte, Umwelt und Nachhaltigkeit, Welterbe und interkulturelles Lernen. In Deutschland gibt es rund 300 Schulen, die als UNESCO-Projektschulen anerkannt sind oder kurz davor stehen, anerkannt zu werden. Die Schulen nehmen die Ziele der UNESCO und der Vereinten Nationen nicht nur in ihren Unterricht auf. Sie wissen, dass nur das richtig erlernt wird, was in der Praxis, also gerade auch im Schulleben, erlebt und vorgelebt wird. Bezeichnet wird das als ganzheitlicher Ansatz zur Schulentwicklung oder auf Englisch Whole School Approach. Was der Whole School Approach für jede einzelne Schule bedeutet, können Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, die Schulleitung und alle weiteren im Schulleben beteiligten Personen nur gemeinsam vereinbaren. Vom Unterricht bis hin zur gesamten Schulentwicklung, dem Leitbild und dem Schulalltag. Schülerinnen und Schüler werden dabei als Akteurinnen und Akteure ernst genommen. Nachhaltige Entwicklung bleibt nicht nur Theorie, sondern wird ganz praktisch gelebt. So haben einige Schulen Klassenräte, Klima- oder Schulparlamente, in denen die Schülerinnen und Schüler die Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse der Schule mitbestimmen. Andere beschließen im Rahmen von Nachhaltigkeitsgipfeln gemeinsam Maßnahmen für die ganze Schule, wie zum Beispiel Fortbildungen für das gesamte Schulpersonal, die Umstellung des Schulkiosks auf regionale und faire Produkte oder die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Die zusammenwachsende, globalisierte Welt braucht weltoffene, politisch kompetente und handlungsfähige Menschen, die bereit sind, sich für zukunftsfähige Lösungen im Sinne der Agenda 2030 einzusetzen. Dafür stehen die UNESCO-Projektschulen. Dafür setzt sich die deutsche UNESCO-Kommission ein. Erfahren Sie mehr über die UNESCO-Projektschulen in Deutschland auf www.unesco.de/projektschulen.